glauben, ich habe schon mal einen Pullover an. Wer? Und du willst dran denken, dann Pullover. Hey, heute möchte ich euch gerne zeigen, welche Produkte ich alle aufgebraucht habe. Und da ist einiges zusammengekommen und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Das erste Produkt ist dieses hier. Ich mag das so unglaublich gerne und zwar von Garnier Fructis das Wunderöl. Das hat direkt einen integrierten Hitzeschutz und ich finde, das war wirklich sehr, sehr gut zu meinen Haaren. Und ja, ich würde mir das auf jeden Fall nochmal nachkaufen und ich kann es euch wirklich sehr weiterempfehlen. Es macht die Haare schön glänzend und schön weich. Klar, das repariert die Haare jetzt nicht oder so, aber sie sehen auf jeden Fall gesünder aus, selbst wenn man irgendwie spitziges Haar hat oder so. Momentan habe ich Wimpern-Extensions, aber bevor ich mir die machen lassen habe, war das hier meine absolute Lieblingsmascara. Die ist auch pünktlich leer gegangen. Und zwar ist es von Maybelline Yardi die Lash Sensational Luxurious Wimperntusche. Mascara. Ihr wisst, was ich meine. ja. Jedenfalls hat die so eine ganz, ganz richtig coole Gummibürste und die tuscht wirklich jedes einzelne Haar ganz toll. Ich bin sowieso ein großer Fan von Gummibürsten und die macht die Wimpern auch sehr, sehr schwarz und vor allen Dingen färbt da auch nichts ab. Also ich habe manche Mascaras, die setzen sich dann hier oben oder hier unten ab, aber bei der war das gar nicht so. Dieses Produkt hier ist auch mehr oder weniger leer gegangen und ich habe gerade etwas ziemlich Lustiges gelernt. Das hier, das sollte Highlighter-Puder oder Highlighting-Puder sein und ich habe es als Setting-Puder benutzt. Aber das hat auch gar keine Glitzerpartikel drin, zumindest habe ich die nie gesehen. Und deswegen ist es auch ganz egal. Habt ihr diese Palette? Als was benutzt ihr das? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, weil das wäre jetzt echt lustig, wenn das hier Highlighter gewesen wäre. Jedenfalls ist das in der Mitte leer. Ja, hier sieht man langsam auch den Boden und hier auch. Ich werde diese Produkte noch bis zum Ende verwenden. Ich mag das sehr gerne. Ich habe das für unter der Woche verwendet, wenn ich einfach schnell zur Arbeit fahren musste. Und ja, mit dieser Palette ging das halt super, weil man direkt drei Produkte zur Hand hatte. Man musste nicht viel Kram. Und ich fand auch die Deckkraft und die Qualität super gut. Und für, ich glaube, 3,95 kann man echt nicht sagen, kann ich euch auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Das Batiste Trockenshampoo ist jetzt auch leer gegangen. Das fand ich so mittelmäßig gut. Ich finde, das hat die Haare ein bisschen so verklebt. Also die haben sich so griffig angefühlt. Das war ein komisches Gefühl irgendwie. Aber es hat dafür gesorgt, dass die Haare nicht mehr fettig aussehen. Also hat es seinen Sinn und Zweck erfüllt. Trotzdem bin ich nicht der größte Fan davon. Ich mag es nämlich am liebsten, mir einfach Babypuder auf die Haare zu pudern. Also falls ihr den Trick noch nicht kennt, dann macht das gerne mal nach. Es ist super gut, sich einfach Babypuder auf den Haaransatz zu tun und dann einmal zu wuscheln. Dann sieht es auch überhaupt nicht mehr fettig aus und da sind auch keine schlimmen Inhaltsstoffe oder sowas drin. Ich will jetzt nicht behaupten, dass hier schlimme Inhaltsstoffe drin sind, aber die Liste ist schon relativ lang im Gegensatz zu Babypuder. Noch ein Produkt ist leer gegangen und zwar meine OBs. Ich habe mit mehreren Freunden darüber gesprochen, dass sie keine OBs mehr benutzen, weil es ihnen weh tut beim Einführen oder ja, weil es generell ein unangenehmes Gefühl ist. Und ich habe denen dazu geraten, mal die Tampons von OB Pro Comfort auszuprobieren. Und die finden die auch ziemlich gut. Also die Oberfläche, die ist halt einfach richtig glatt, wie von einer Binde. Als hätten die die Oberfläche von einer Binde um das Tampon drum gemacht. Und deswegen ist das Einführen sehr leicht, das Rausholen ist auch sehr leicht. Und ja, falls ihr auch irgendwelche Probleme mit euren Tampons habt, ich komme mir so blöd dabei vor, dabei ist das ein Problem, was uns alle betrifft. Ja, jedenfalls, falls ihr Probleme mit euren Tampons habt, dann probiert es doch mal mit den OBs von Pro Comfort. Genug von OBs gequatscht und jetzt habe ich hier zwei Lip Liner, die leer gegangen sind. Die sind beide von Trended Up und das ist einmal die Farbe 020 und einmal die Farbe 040. Die mag ich sehr gerne, werde ich mir definitiv nochmal kaufen. Die halten sehr gut, also sowohl auf den Lippen als auch in der Packung. Also man bekommt die nicht so schnell leer. Und ja, das ist wirklich ein super Pluspunkt, weil ich hatte mal einen Lip Liner von P2 und der war nach einer Woche leer. Und da frage ich mich, wie geht das? Also die kann ich euch definitiv weiterempfehlen. Da kriegt man eine sehr gute Leistung für den Preis. Auch noch aufgebraucht habe ich diesen Concealer hier. Der ist von Fit Me. Ich weiß, viele hassen den.
Ich finde den ganz gut. Ich finde, der ist gar nicht so schlecht wie sein Ruf. Viele sagen, dass das unter den Augen irgendwie dann austrocknen würde. Aber bei mir ist es überhaupt nicht der Fall. Vor allem, wenn man sich gut eincremt, dann passiert da gar nichts. Den kann man gut verblenden. Der deckt gut, vor allem für den Preis. Ich glaube, der kostet unter 5 Euro. Und ja, den würde ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Allerdings nur für unter der Woche, wenn man halt nichts Besonderes braucht. Wenn ich jetzt auf irgendeine Veranstaltung gehen würde, dann würde ich auf jeden Fall wieder meinen MAC Concealer auspacken. Mein Splashy Melon von Bilou ist auch leer gegangen. Da habe ich mich ein bisschen drüber geärgert, weil es ist nicht wirklich leer gegangen und es ist jetzt schon die zweite Packung, bei der das passiert ist. Ja, also ich drücke dann hier oben drauf, aber es kommt überhaupt nichts mehr raus. Man hört, dass da noch was drin ist, aber kommt nichts mehr. Nur noch Luft, wenn überhaupt. Und das finde ich ziemlich doof, weil das ist erstens eine ziemliche Produktverschwendung und zweitens ist das Produkt ja auch nicht so ganz so billig und deswegen ja, dürfte das eigentlich nicht passieren, vor allem da das schon die zweite Packung ist, die so einen Scheiß mit mir abzieht. Zu guter Letzt habe ich noch eine Bodylotion, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Und zwar von Neutrogena, die Deep Moisture All-In Lotion. Die kommt mit so einem Pumpspender, was ich auch super finde, kann man sehr gut portionieren. Und die macht die Haut super weich, zieht schnell ein, hinterlässt einfach eine sehr, sehr weiche Haut. Und ja, deswegen mag ich das Produkt echt gerne. Ja, ihr Lieben, das war es dann jetzt schon mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und mir fleißig Kommentare zu schreiben. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.